Hallo, herzlich willkommen bei Stefan probiert's. Heute habe ich was entdeckt, das ist keine Limited Edition, es ist, ich zeig's euch einfach, es ist Alpia, aber mit Pistaziencreme. Und irgendwie hatte ich mich gewundert, denn Pistazie hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, Pistazie, das irgendwie kennt man in Macarons oder Pistazieneis oder in Mozartkugeln, aber irgendwie in Schokolade ist mir es noch nie untergekommen. Vielleicht hatte ich auch einfach nur die Augen zu, war immer nur auf den Limited Editions und wo neu drauf stand. Vielleicht gibt es das schon seit Jahren, ich habe keine Ahnung und ich werde das jetzt einfach mal so zwischendurch einfach testen, weil es mich einfach interessiert. Hier ist irgendwas, die klassische Tafelform ist zurück, keine Ahnung, was Alpia vorher hatte. Und es ist, genau, gefüllte Alpenmilchschokolade mit Pistaziencreme, Alpenvollmilchschokolade mit 50% Pistazienmilchcremefüllung. Kakao sind 30% mindestens. Mal gucken, ist da überhaupt wirklich. Jetzt mal gucken, ist da wirklich. Saftflorextrakt. Mandeln. Jo. Egal. Ich mach's einfach mal auf. Die Zutaten sind mir in dem Fall egal. Ich will mal wissen, wie es so schmeckt. So. Klick, knack. Ah, da sieht man schon was. Ja, da schimmert es etwas grün. Die Schokolade an sich ist sehr hell. Ja, riecht nach Pistazie. Ja. Habe ich mir jetzt irgendwie ein bisschen lebendiger vorgestellt. Sehr fett. Ich weiß nicht, ob das die halbe Schokolade an sich ist. Also sehr süß und fett. Pistaziennote. Also, wer Pistazie mag, kann hier vielleicht was Neues für sich finden. Oder was Altbewährtes, wer weiß. Meins ist es jetzt nicht so. Aber das liegt vor allem ja, an der Schokolade drumherum. Na gut, aber es ist jetzt nicht so, dass sich das irgendwie jemand unterjubelt. Das, glaube ich, kann ich mir selber noch genehmigen. Mal gucken, vielleicht teile ich auch. Und lasse anderen an dieser Erfahrung teilhaben. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.